Oderle, Bastelzeit und ja, die 90er haben wieder angerufen. Ich habe da wieder was ausgegraben, was ein bisschen älter ist und zwar das hier. Ja, Kassetten, aber keine Musikkassetten. Der eine oder andere wird sie vielleicht erkennen. Das hier ist das sogenannte Hi8-Format. Das ist ein System, um Video aufzunehmen. Steht hier auch, Videokassette. Und hauptsächlich kamen die hier in alten analogen Camcordern zum Einsatz. Nun sind hier eventuell noch Sachen drauf, die ich gerne noch haben möchte. Allerdings, naja, die Camcorder werden mit der Zeit nicht besser, die Bänder auch nicht. Das heißt, ich möchte dann heute mal hingehen und hier, was hier drauf ist, ein bisschen rüberspielen auf modernere Medien, auf Festplatte, auf digitale Bänder, in die Cloud oder was auch immer. Das ist jedenfalls jetzt mal meine Idee, sodass hier, selbst wenn die Bänder kaputt gehen, ich immerhin noch die alten Videos habe. Gut, long story short, wir brauchen natürlich irgendwas, was abspielen kann. Ideal wären alte Camcorder. Da habe ich auch welche, allerdings nur so mäßig erfolgreich. Das eine ist der hier, das ist ein Samsung. Und zwar der VPJ50, ist PAL, ist 8mm und hier ist sogar noch eine von den Kassetten drin. Da weiß ich sogar, was das ist. Mit dem hier habe ich früher meine ersten Videos gedreht. Das heißt, ja, das könnte interessant sein. Der hier, ein relativ neueres Modell, sage ich mal, hat allerdings, wenn wir hier hinten gucken, nur Video und Audio out per Composite. Also diese Kinch-Chinch-Buchsen, die hier hinten rauskommen, ist eventuell nicht die beste Qualität. Und was ebenfalls fehlt, Überraschung, hier sollte ein Akku rein. Ja, ich habe mich mal umgeguckt. Also der Original-Akku ist noch da. Blöde Frage, dass der komplett blank ist. Da ist nichts mehr drauf. Ist aber Nickel-Cadmium. Vielleicht können wir den nochmal irgendwie retten. Gibt es heute zum Glück nicht mehr die Technik. Hochgiftig, das Zeugs. Hab auch mal weitergeguckt. Hab dann noch so eine Lampe in der Kiste gefunden. Da ist auch nochmal ein Akku dabei. Das heißt, auch den können wir mal versuchen. Wird wahrscheinlich auch Nickel-Cadmium sein. Hier steht zwar nichts drauf, aber... ja, der passt im Zweifelsfall auch hier rein. Und was ich auch noch gefunden habe, das ist der hier. Das ist ein Adapter, den kann man hier reinmachen. Und dann kann man hier hinten das ans Ladegerät anklemmen und hat dann quasi Unlimited Power. Was allerdings fehlt hier in der Gleichung, ist besagtes Ladegerät. Ja, das, womit man sowohl die Akkus laden kann, als auch den hier anstöpseln kann. Steht ein Zettel in der Kiste, muss repariert werden. Das heißt, das wird irgendwo auf meiner Werkbank liegen, unter den müsste man mal. Bin ich jetzt zu faul für zu suchen, also gucken wir mal, ob wir den noch ans Laufen kriegen. Ich habe aber noch einen zweiten gefunden. Das ist dieser hier. Das war auch einer, mit dem ich früher sehr viel Videos gemacht habe. Der ist ein bisschen älter, wenn ich richtig schätze. Ist eine Sony, und zwar der CCD-TVR208 Emil. Wobei ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er älter ist. Der hier hat zwei schöne Sachen, die für mich ganz praktisch waren damals. Nummer eins, er hat Nightshot, das heißt ja, irgendwie so Restlichtverstärker, Fu, keine Ahnung, was der genau macht. Jedenfalls kann man damit auch in der Nacht filmen, womit die früher doch häufig Probleme hatten. Und Infolithium, das Ding hier hat Lithium-Ionen-Zellen drin gehabt. Das heißt also, ja, dürfte auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein. Wie wir sehen, auch hier ist das Hi8-Laufwerk drin und hier hinten passt der Akku rein und der ist sogar noch da. Hier ist der Infolithium-M-Akku von Sony Typ NPF M30. Ja, den können wir einfach hier hinten reinmachen. Die Kontakte sind hier unten. Hier unten klappt der so ein bisschen weg und dann sind da unten Pins. Also das sollte eigentlich alles passen. Reinmachen und ja, dann haben wir hier auch den üblichen Schalter. So, ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Überblick, was die Dinger denn hier so konnten. So, die meisten von denen haben einen ähnlichen Aufbau. Wir haben das Laufwerk, wir haben einen Eject-Table, der tut aber nichts, der ist nämlich elektronisch. Das heißt, nur wenn wir Strom haben, können wir Eject sagen und dann fährt er hier irgendwo meistens nach oben und springt dann auf. Hochkomplexe Technik, die Hälfte der Zeit ist sie kaputt. Ansonsten haben die fast immer zwei Modi. Und zwar einmal Cam und einmal Player. In Cam kann man aufnehmen, im Player kann man abspielen. Und ja, der Rest ist dann erstmal wie ein Videorekorder damals. Das heißt Play, Pause, Stopp, Vor-, Zurückspulen.
und eventuell ein paar Sonderfunktionen. Der hier hat zum Beispiel, hier kann man umstellen, Sport, statisch oder nochmal Sport. Keine Ahnung, was das soll. Ansonsten, ja, gibt es hier sonst irgendwas? Battery Eject, klar. Wir haben fürs Aufnehmen hier die Schlaufe, meistens einen Viewfinder hier oben. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, das Gummi hatte ich auf mein Mikroskop mal drauf gemacht, deswegen fehlt das hier. Ein Zoom-Hebel, wenn wir Zoom haben. Meistens haben die Dinger Autofokus. Teilweise musste man auch vorne an der Linse tatsächlich aktiv drehen. Und ja, ansonsten LPSP. Kennt man vielleicht auch von Videorekordern. Normalerweise ist SP der Default. Das heißt Standard Play oder Speed Play. Da wird das Band mit einer normalen Geschwindigkeit durchgemacht. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel eine HG90. Das heißt 90 Minuten Videomaterial. Oder hier wahrscheinlich dann 60. Wir können aber, wenn wir das anders machen wollen, hier auf LP umstellen. Dann ist das Band zwar immer noch hier ein 90er oder 112 Meter in dem Fall. Aber der lässt das Bandlaufwerk langsamer laufen. Nimmt aber das Gleiche auf. Das hat zur Folge, dass zum einen wir eine deutlich höhere Laufzeit vom Band haben. Wir können also mehr aufnehmen, haben allerdings auch eine schlechtere Qualität. Ist allerdings nicht so wie bei einer Digitalkamera, dass dann einfach die Anzahl der Pixel runtergeht. Wir sind ja hier analog, sondern es ist so, dass mehr Störungen reinkommen, ist eher verwischt. Solche Späße passieren da eher. Gut, würde ich sagen, wir probieren das einfach mal. Haben wir ja sonst auch irgendwas? Nö, die Linse vorne, ein Mikrofon eingebaut und ja, ich glaube, hier gibt es eine Fernbedienung. Die müsste dann auch noch irgendwo liegen. Sonst haben wir hier nichts. Auf der anderen ist da irgendwas Besonderes. Ah, ja, da ist noch etwas, was man dann bei größeren Geräten schon mal hatte. Der hier hat erstmal auch alles gleich. Wir haben hier oben das Play, Pause und so weiter. Wir haben hier unseren Zoom-Hebel. Da haben wir, wenn wir aufmachen, den Eject-Button. Auch der tut aber nichts. Tut aber nichts. Offensichtlich hat der Akku noch Strom. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, können wir mal wieder zumachen. Es gibt einen Reset-Button. Und was der ja auch hat, ist hier vorne sogar zusätzlich zu Fernbedienung, Mikrofon, eine Lampe eingebaut. Das heißt, man musste nicht hier mit einer externen Halogenlampe rumlaufen, sondern hatte zumindest eine kleine Funzel dabei. Ansonsten, selbe Einstellung hier hinten, Player oder Kamera. Kann man also auch hier auswählen. Was der hier aber noch zusätzlich hat, wenn wir mal hier irgendwie das Ganze ein bisschen auf Seite machen, der hier hatte ein Display zusätzlich zum Viewfinder. Das heißt, da konnte man dann direkt auch das Ding in Farbe gucken. Meistens waren die Viewfinder schwarz-weiß. Das waren kleine Röhrenbildschirme hier drin. Der hier war, glaube ich, sogar schon Farbe. Und hier gibt es dann noch deutlich mehr Funktionen im Gegensatz zum anderen. Hier kann man es schon so ein bisschen editieren machen, kann Titel einblenden, kann den Fokus sogar hier manuell einstellen. Das heißt also, ihr seht schon, das hier war irgendwie ein etwas besseres Modell. Ja, wir können ja sogar mal gucken, wenn er läuft, dann nehmen wir das doch einfach mal und gehen hier mal auf Kamera. Yep. Sony Infolithium, kein Band drin und tada, da sehen wir. Meinte ich. Also, ja. Gut. Wir haben offensichtlich einen Akku. 134 Minuten noch Akkulaufzeit drin. Dieses Ding hier ist, glaube ich, 90er. Also, Respekt, dass der Akku immer noch durchhält. Auch hier im Übrigen ein SP, das heißt, auch das kann man wahrscheinlich irgendwo dann umstellen. Hatte der hier ein Menü oder sowas? Ah ja, da. Genau, Menü und da kann man hier eine Menge Sachen einstellen, während der andere halt nicht wirklich was hatte. Gut, Rec Mode SP, genau. Das hatte ich eben gesucht. Gut, ja, damit ist, denke ich, wohl schon geklärt, womit ich wahrscheinlich abspiele, nämlich mit dem hier. Hier habe ich zwar auch kein Ladegerät für, aber wie gesagt, es ist ein Lithium-Akku. Der wurde, glaube ich, im Gerät geladen. Da gibt es hier unten eine Buchse für. Ich habe es auch bei neueren Kameras gesehen, aber ich habe keinen Stecker jetzt gefunden für das Ding. Das heißt, auch der irgendwie verschollen. Aber dadurch, dass es ein Lithium-Akku ist, wir haben hier unten ein Plus, ein Minus drauf. Wir haben die Info, dass es 7,2 Volt sind. Ja, hänge ich einfach an externes Lithium-Ladegerät. Thema gegessen, können wir den Akku so laden. Ist jetzt nicht die schönste Variante, aber sollte auf jeden Fall funktionieren und ausreichen, um hier Dinge zu überspielen. Trotzdem möchte ich den anderen nach Möglichkeit wieder in Betrieb setzen. Das heißt, auch den möchte ich dann mal gucken, ob ich den Akku laden kann.
Wir haben ja eine Info ja schon, dass es wahrscheinlich Nickel-Cadmium ist. Wir haben die Info, dass es 6 Volt sind pro Batterie. Also können wir auch hier hingehen und uns einfach ein Netzteil holen und versuchen, den Akku zu laden. Können wir mal spaßeshalber drauf schauen, ob noch irgendwas an Spannung drin ist. Ich habe so meine Zweifel. Da ist doch 2,3 Volt. Hey, immerhin. Und der hier 1,5 Volt. Also beide relativ leer. Aber hey, es lebt noch irgendwas. Kann ich mit leben. Mit etwas Glück kriegen wir die also wieder hin. Stellen ein. Ich glaube, offiziell ist Ladeschlussspannung von Nickel-Cadmium 1,6 Volt. Also wären wir bei 3,2. Ich denke, ich werde bei 3 Volt bleiben. Das ist, denke ich, mehr als ausreichend. Ansonsten, das hier ist ein 1600 mAh Akku. Das hier ist ein 1200er. Ich denke, ich werde dann so mit 100 mAh oder sowas laden. Das dürfte dafür sorgen, dass er nicht ganz so viel abbekommt. Ich gehe sogar mal gerade runter am Anfang auf 50 mA. Ich weiß halt nicht, welchen Zustand die Akkus haben. Ansonsten, ja, das funktioniert. Wir haben hier Plus und Minus aufgedruckt. Das hat ja auch mit unserem Multimeter übereingestimmt. Dann nehmen wir uns einfach mal hier ein paar Magnete. Die sind immer da ganz praktisch, wenn man keinen passenden Anschluss oder so hat. Meistens sind diese Terminals nämlich magnetisch. Yep. Dann können wir das hier einfach ein paar Magnete drauflegen. Zack, zack. Und kann dann vorzugsweise mit der richtigen Polarität den hier drauf machen. Wir sehen 2,6, 50 mA. Das heißt, der lädt jetzt langsam. Dann können wir gleich mal gucken, ob er zufällig dann irgendwie auch eine Spannung hält. Wir können jetzt zum nicht Kurzschlüsse machen. Ich wollte sagen, mal den anderen dranhängen, ob der auch irgendwie was sagt. Der sagt gar nichts. Okay, wieso sagst du nichts? Eben hatte ich auch eine Spannung. Interessant. Der nimmt gar keine Ladung an. Der Akku ist also offensichtlich durch. Okay. Gut, dann probieren wir uns mal in dem hier weiter. Vielleicht haben wir ja Glück. In der Zwischenzeit können wir uns aber auch noch den Adapter angucken, den wir hier haben. Wenn ihr euch die mal anguckt, der Akku und hier das Ding, die haben unterschiedliche Kodierungen drauf. Wenn wir uns hier mal die Lücken angucken, dann hat der Akku hier rechts und links etwas, was hier der nicht hat. Das hat auch einen Hintergrund, und zwar hatten die damals schon über diese Lücken hier kodiert, wie viel Ampere der Akku liefern kann oder das Gerät. Das Netzteil ist dafür gedacht, die Akkus langsam zu laden. Das ist nicht dafür gedacht, größere Ströme zu liefern. Das heißt, das hier kriege ich in die, wo ist sie, in die Kamera rein. Wir gucken. Ja, viel kann man nicht sehen. Die Kamera, die hat hier nur vorne und hinten Slots zum Einrasten. Das heißt, wir können den holen. Wir können den hier, zack, da reinmachen. Das passt alles. Aber wir können, wenn wir den nochmal rausholen, nicht hingehen und können den zum Beispiel nicht hier in diese Lampe reinmachen. Wenn wir das versuchen, da sehen wir, der passt nicht, der lässt sich nicht rüberdrücken. Da ist hier ein kleiner Pin, der das dann verhindert. Wohingegen hier so ein Akku, der hat die Lücke, den können wir da rein, können wir schräg da rein, können noch gerade reinmachen, einschalten, nichts passiert. Überraschung. Gut, ja, wir lassen den Akku mal fleißig laden. Wir können auch schon mal hier uns das Pinout angucken. Was wir schon machen können, ist aber hier das Pinout uns angucken. Wir haben hier ja auch Plus und Minus, stimmt mit dem Akku überein. Yep, Akku Plus rechts, Ding Plus rechts. Dann können wir mal zur Sicherheit gucken, ob Samsung vernünftig arbeitet oder mich nerven möchte. Und zwar, wie sieht das aus? Außen ist fast immer Minus. Kann man eigentlich immer von ausgehen. Und hier ist nichts. Oh. Welcome to the hell of center negative. Das heißt also, im Gegensatz zu fast allen Steckern hat der hier außen Minus, außen Plus und innen Minus. Tut man nicht. Aber gut, dass wir es kontrolliert haben. Sonst wäre das schlecht. Gut, im Prinzip können wir dann ja schon mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Netzteil habe. Und dann können wir im Prinzip dann auch schon mal irgendwie schauen, ob wir die Kamera ins Laufen kriegen oder andere Dinge. So, wir haben flackernde 6 Volt bei einem Current Limit von
war eine Ampere. Okay, nehmen wir uns mal hier die Lampe vor. Wie gesagt, das ist eine Halogen, also die ist AC, da ist egal, wie rum wir das machen. Aber wir können schon mal verifizieren, dass die 6 Volt da nichts explodieren lassen. Ich meine, es steht auf dem Akku drauf, aber sicher ist sicher. So, wir hatten links minus, rechts plus eigentlich. So, theoretisch sollte jetzt nichts passieren. Der Schalter ist noch aus. Jo, dann machen wir mal den Schalter an. Und 1 Ampere bei einem halben Volt. Ich habe das Gefühl, das ist nicht genügend Leistung. Dann geben wir mal ein bisschen mehr Saft drauf. Und jo, es wird hell. Wunderschön. Also mit den 6 Volt liegen wir offensichtlich halbwegs richtig. Ist ja immer noch in Current Limit gegangen. 6,4 Volt bei 3,8 Ampere. Okay, ja, helles Ding ist hell, aber die Richtung sieht gut aus. Dann nehmen wir uns mal unsere Kamera mit dem Adapter-Dingensens. Das heißt, die hier plus das hier. Die andere Seite ist die, wo wir dran müssen. So, ja, viel zu sehen gibt es hier wahrscheinlich nicht. Wenn hier oben drin, aber ich glaube, selbst der geht nicht direkt an. So, was haben wir gesagt? Center negative. Das heißt, so rum. Schauen wir mal, ob da irgendetwas sich tut. Wir sollten eventuell mit dem Current Limit wieder runtergehen. Nicht, dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. So, sagen wir mal irgendwie 200 mA. Erstmal zum Gucken. Positiv, negativ, negativ in die Mitte, positiv außen, klickt falsch, ist richtig und hatten einmal kurz die Overvoltage, ja okay, kann man nicht sehen, aber hier hinten ist eine LED für Overcurrent, die hat einmal kurz geblinkt, also wahrscheinlich hat sich ein Kondensator aufgeladen. Dann probiere ich einfach mal einen Tape Eject zu machen, dass wir das zumindest schon mal gerettet haben. Nichts. Ja doch, ich glaube, da war gerade ein Overcurrent. Das klingt gut. Okay, hängt ein bisschen. Also so 100% in Ordnung ist der nicht. Strom wieder weg. Das ist halt diese Mechanik-Fu, der jedes Mal irgendwie nicht das tut, was er soll. Ich sehe aber auch noch nicht so ganz, wo es hängt. Die Seite ist frei, die Seite nicht. Ha! Tja, das Laufwerk hat offensichtlich ein Problem. Doof. Denn das hier auseinandernehmen ist jetzt nicht unbedingt auf meiner To-Do-Liste gewesen. Wir können aber, wenn der hier läuft, ideal ist es nicht, aber ich könnte zumindest die Kassette drin lassen und hier per Analog das überspielen. Ich glaube, das werde ich auch machen, denn momentan sieht das nicht so aus, ob ich den hier auseinander bekomme. Aber solange das Laufwerk ja intern noch klappt, wäre das noch akzeptabel. Versuchen wir das mal. Kriegen wir den überzeugt, wieder zuzufahren. Ja, das sieht gut aus. Nein! Oder? Nein, er spult hin und her. Das ist nicht gut. Er geht nicht raus, er geht nicht rein. Okay. Ist da unten irgendwas zu sehen? Nein. Es ist von, wenn ich reingucke, ist zumindest mal kein Bandsalat zu sehen. Also. Versuchen wir das nochmal. Was auch immer er tut, so soll das nicht aussehen. Na gut, dann müssen wir den wohl mal reparieren oder operieren. Mir geht es erstmal nur darum, das Band rauszukriegen.
Überspielen will ich, wie gesagt, eh mit der anderen. Einfach weil der S-Video-Ausgang hat. Der hat ein bisschen bessere Qualität. Probieren wir den nochmal zu überzeugen, hier irgendwie so weit wie möglich rauszufahren. Okay, jetzt hat er zumindest mal wieder versucht zu öffnen. Jetzt hängt er nur noch. Und gerade was hier den Akku angeht, er ist auf 0 Ampere gefallen. Das heißt, ich mache den jetzt mal hier ab. Dann gucken wir mal, was er spannungstechnisch sagt, ob er die Spannung hält. Ich fürchte nicht wirklich. Aber hey, versuchen kann man es mal. So, einmal Multimeter. Ich denke, man kann es sehen. Und was sagt er? Nee, wir sehen, wie die Spannung fällt. Und das allein hier davon, dass mein Multimeter dran hängt. Nee, ich glaube, der Akku ist durch. Und wir können es mal versuchen. Und was sagt er, wenn ich dem den Akku präsentiere? Gar nichts. Keine Reaktion. Okay, der Akku ist also durch. Beide Akkus von der Kamera. Das heißt, mit dem kommen wir nicht weiter. Naja, wir haben ja immerhin geschafft, ihn per DC zum Leben zu erwecken. Von daher, damit kann ich schon halbwegs leben. Und ja, mit dem kaputten Laufwerk gehe ich eh nicht davon aus, dass der nochmal groß zum Einsatz kommen wird. Wobei, man kann ihn als Analogkamera... egal. Wir schweifen ab. Gucken wir mal uns die andere nochmal an. Oder machen wir erstmal hier ein bisschen freien Tisch, dass wir mal wieder hier etwas treten können. Das ist schon besser. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir dem hier beigebracht bekommen, ein Band zu lesen. Mit etwas Glück ist der Akku noch voll genug dafür. Okay, was nehmen wir? Mal das hier. Und fährt rein. Das sieht gut aus. Die Räder drehen sich, so wie ich es erwarte. Dann gucken wir mal, ob wir den auf Player bekommen. Okay, drücken wir mal Play und das war nicht Play, das ist Play. Das sieht gut aus. Irgendwelche uralten Videos. Okay. Also, abspielen scheint zu funktionieren. Die Qualität sah jetzt auch nicht so schlimm aus. Also ich glaube noch nicht mal, dass wir Köpfe reinigen müssen oder so. Und dann muss ich hier nur noch mit S-Video an den PC gehen, kann die Sachen überspielen. Aber das gucken wir in einem separaten Video, weil ja, da kann ich alleine eine Stunde drüber reden, was es da alles zu beachten gibt, was das für Vor- und Nachteile hat. Heißt also, hier die Kamera prinzipiell funktionsfähig. Wir haben eine Möglichkeit, das Ding mit Strom zu versorgen. Wir haben eine Möglichkeit, es zu benutzen, die Sachen abzuspielen. Das heißt also, alles das, was ich gesucht habe. Und aufnehmen geht auch noch. Also hey, Win-Win. Legen wir die mal auf Seite fürs Überspielen und kümmern uns gerade nochmal um die andere. Da ist ja immer noch das Band drin, was das Ding gefressen hat und mir nicht rausrückt. Habe ich ein Problem mit? Möchte ich haben? Ja, üblicherweise haben diese Dinge eine Notentriegelung. Dummerweise ist die Anleitung, ja, wie soll ich sagen, man hat sich offensichtlich auf Bildchen konzentriert und nicht auf Inhalt. Da steht viel drin, nur nichts, was mit der Technik zu tun hat. Entsprechend nichts an Notentriegelung gefunden. Hab dann angefangen, hab die Frontblende und die Topblende von diesem Plastik erstmal abgeschraubt, um irgendwie was zu sehen. Kommt man nicht wirklich weit, darunter sitzt direkt die ganze Metallhalterung. Hab auch mal auf der Oberseite das Metall abgemacht, was nach oben das Ding dann festhält. Allerdings, ja, ich komme zwar prinzipiell bis an die Kassette ran, nur die ist ja noch im Gerät drin und von hinten, da drücken diese Stifte rein, die den eigentlichen Antrieb darstellen, die die Spulen antreiben. Und ja, das heißt, wir müssen definitiv nach vorne kippen, um das Ding rauszubekommen. Gesehen, wie das gehen soll, habe ich dummerweise nichts, also habe ich angefangen, da erstmal die komplette Kamera zu zerlegen. Wieso nicht? Naja, gut. Glücklicherweise sind bei hier der Kamera überall so kleine Pfeile drauf. Das heißt also, man kann relativ flott sehen, an welchen Stellen man die Schrauben rausdrehen muss, an welchen nicht. Das ist schon mal ein Anfang. Hab's hin und her probiert und ja, am Ende tatsächlich den nötigen Hebel gefunden. Und da wäre man auch dran gekommen, wenn man nur die Frontplatte abgeschraubt hätte. Lesson learned. Na gut, also falls jemand das sucht, es ist dieser Hebel hier.
Band gerettet, Ding halb zerlegt. Machen wir das Beste draus, zerlegen wir es noch komplett. Und ja, viel ist nicht zu sehen, wenn man mal rund guckt. Wir haben ein paar Platinen da drauf, relativ viel Flexkabel, was mich doch gewundert hat. Ansonsten, ich werde jetzt nicht zu tief da reingehen. Es ist halt einfach sehr viel Mechanik für das Laufwerk. Auf der Rückseite eine Platine mit irgendwelchen speziellen Sony-Chips, werden irgendwelche DSPs sein für die Bildverarbeitung, ein bisschen Motortreiber und etwas Analog-Zeugs dann am Ende für die Bildausgabe. Es ist halt eine Kamera aus den 90ern. Nee. Ansonsten, CCD-Sensor sitzt hinter der Linse. Ja, wie gesagt, es lohnt nicht wirklich, das Ding hier nochmal irgendwie in Gang zu bringen, weil ja, ich gehe davon aus, der CCD wird dann auch nicht weiter groß rausgeben, außer das, was VHS kann, also umgerechnet 320x240. Damit gewinnt man heute keinen wirklichen Preis mehr. Also, auch wenn es sicher ein gutes Ding damals war, ich lege das dann jetzt in die Kiste und da kann es dann weiter vor sich hinstauben. Ich habe jetzt keinen Bedarf daran. Zum Aufnehmen bringt es nichts, weil Auflösung zum Kleinen, zum Abspielen bringt es nichts, weil irgendwie die Mechanik einen weg hat. Ich meine, prinzipiell kann man das Ding wieder zusammensetzen. Ich habe ja alles geschraubt oder nur über Hebel, die da sind, ausgelöst. Nichts verbogen oder so. Also wenn man da irgendwie mal durchguckt, da wird wahrscheinlich auch nur eine Feder irgendwo lose sein oder ein Gummi gerissen sein und dann geht das Laufwerk auch wieder. Gesehen auf den ersten Blick habe ich jetzt nichts und ja, wie gesagt, kein Bedarf. Also kommt auf die Kamera mal gucken, wenn Langeweile ist, Liste. Aber ne, warum? Sind wir realistisch? Es wird nie wieder jemand einsetzen. So, also, zwei Kameras haben wir. Eine ist im Prinzip Elektroschrott oder so gut wie. Die andere, überraschenderweise komplett funktionsfähig, nach 20 Jahren oder knapp 20 Jahren inklusive Akku, der immer noch wirklich hält. Also, das hat mich doch schon sehr überrascht, dass da nicht wenigstens irgendwas Kleines dran ist. Was weiß ich, ein gerissener Gummi oder sowas. Nö. Komplett funktionsfähig. Wir können mit dem Akku arbeiten. Ich habe zwar jetzt das Ladegerät so auf die Schnelle nicht gefunden. Das wird bestimmt auch noch irgendwo sein. Aber ganz ehrlich, das ist ein Lithium-Akku. Kann ich an meine normalen Lithium-Ladegeräte hängen. Ding ist auch voll. Und ja, damit kann ich hier auf jeden Fall mein Ziel des Überspielens problemlos verfolgen. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann mal separat an. Wie man denn so analoge Quellen auf PC bekommt, weil da gibt es eine Menge noch zu tun. Fürs Erste, ich habe ein funktionierendes Abspielgerät. Und das tut offensichtlich, was es soll.